Hallo und herzlich willkommen zurück zu Creatures of Ava. Ja, ich muss eins vorweg sagen. Ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, dass wir uns dann hier in dieser Folge wieder hier treffen werden. Was ja auch so ist. Aber ich muss euch vorwarnen, wenn ihr mal zwischendurch weg wart. Ich höre den irgendwie immer noch, aber ich sehe ihn gerade nicht. Und ihr musstet ja durch dieses Gebiet da unten durch, ach so genau, da hinten dieses Runde, da musstet ihr durch, wo ihr auf dieses große Viech da, diese große Kreatur getroffen seid. Die wird zurückkommen, wenn ihr erneut durch den Eingang durchgeht. Die hat mich verfolgt bis hierhin und sogar hier drin hat sie mich noch verfolgt. Also sie ist halt so da reingelaufen, ne? Wenn ich hier in der Ecke stand. Ich habe davon sogar ein Bild gemacht. Ich hoffe, ich kann euch das jetzt zeigen. Jetzt muss ich mal eben schauen. Genau, hier habe ich nämlich das Bild von gemacht. Kann man das denn groß ansehen? Hier, da stand die nämlich hier oben plötzlich drin. Also wir können uns auch hier schon mal ein bisschen von den Daten angucken. Wir haben ein Bild gemacht. Wir müssten es eigentlich noch streicheln, aber ich habe versucht, die zu besänftigen. Also das ging gar nicht. Von der Infektion befreit habe ich es. Ja, vielleicht hätte ich es ja dann noch streicheln können. Aber da stand nichts von streicheln, soweit ich weiß. Aber ihr seht schon, also der guckt halt auch irgendwie so böse, ne? Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt gewollt war, dass der einen hinterher rennt oder nicht. Aber das halt nur so zur Info. Falls wir den jetzt mal zum Streicheln benötigen, wissen wir auf jeden Fall, wo wir ihn finden. So, Warnung. Wenn du Nari-Dschungel verlässt, kannst du später nicht zurückkehren. Unentdeckte Nari-Dschungel-Inhalte, permanente Aufrüstung, Antaris, Statuen, Rauchfässer, Windspiele sind dann nicht mehr zugänglich. Ja, ich habe jetzt extra dieses hier abgespeichert. Dementsprechend werde ich das nächste dann auf einen anderen... Obwohl, ich werde vielleicht doch nochmal kurz speichern. So, ich habe jetzt doch nochmal kurz gespeichert für alle Fälle auf dem zweiten, damit ich mich nicht vertue und dann aus Versehen doch irgendwie aufs Falsche drücke und da abspeichere oder sowas. Also, ja, wir werden das jetzt machen. Weil es wäre halt unlogisch, wenn wir gar nicht mehr zurückkehren könnten. Let's go. Ein toller Sonnenuntergang ist das hier. Die letzten Menschen haben stets darüber gewitzelt, wie lange unsere Dämmerung andauert. Aber jetzt? Ich fürchte, sie wird nicht lang genug sein. Das Welken, es breitet sich schnell aus. Ja. Der Maruba-Sumpf, wir können sofort dorthin aufbrechen. Dort gibt es noch mehr Antaris-Ruinen, richtig? Oh, der Sumpf, ja, richtig. Nima? Ich merke es, wenn du mir etwas verheimlichst. Deine Bartfedern stellen sich auf. Was hast du für ein Problem mit Maruba? Naja, es ist, du weißt schon, ein Sumpf. Wer mag Sümpfe schon? Haha, voller Ungeziefer. Schlammig, stinkig, viel, Moorwasser. Es ist bloß ein Sumpf. Richtig, du hast recht. Aha. Nur ein Sumpf. Du kommst schon klar. Hör zu, ich muss mit Tepp reden. Sie wird wollen, dass ich noch mehr Spezies rette, während wir dort sind. Bis bald. Ja, genau. Bis bald. Better get on the radio. When will you complete your quotas for the bioarc? I need an estimate. Well, I don't know, sir. Soon. Piece of crap is picking up the wrong frequency. I don't need to remind you that these creatures are extraordinary. That voice. Of course not, sir. We're working hard. I hope so, young lady. Kratovos out. I've got to talk to Tap. Ja, definitiv. Wir sind jetzt. Nee, ich muss zum Kontrollzentrum. Wo sind wir denn jetzt genau? Unter neuer Leitung. Ich muss persönlich mit ihr sprechen. Achso, jetzt kann ich.
Hey, aber wo sind wir jetzt? Ach so, hier. Ach, wir stehen jetzt vor dem Dschungeltor, oder was? Moment, Moment. Aber hier... Die Teleporter wurden von der Infektion zerstört. Ach, dann kann man tatsächlich die alten Sachen nicht mehr machen. Also ich hätte dann tatsächlich vorher hier alles machen müssen, weil ich dann hier nicht mehr rein... Also das ist wirklich selten dämlich gemacht. Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das ist was, was mich richtig, richtig stört. Ich muss jetzt nicht die 100% haben, um das Spiel abzuschließen, sagen wir es mal so. Aber ich hätte halt, also die Quests habe ich ja noch abgegeben, das ist ja nicht das Problem gewesen. Wurzelhöhle war, glaube ich, das, wo der eine drin war. Also hier der mit seinem rosa, mit der rosa Kreatur. Ich habe aber halt noch nicht alle Kreaturen da gesammelt. Noch nicht alle, Moment, permanente Aufrüstung, 5 von 9 habe ich dort. Ich habe noch nicht alle Statuen und ich habe noch nicht alle Rauchfässer. Die Frage ist jetzt, wenn ich das Ganze jetzt im Nachhinein mache, ich meine, ich habe jetzt extra vorsichtshalber gespeichert und jetzt erstmal die Story weitermache mit euch, dann ist die Frage, kann ich das überhaupt noch, wird das dann gezählt? Registriert der, was ich da alles gemacht habe, oder registriert er das nicht, weil es dann wieder ein alter Speicherpunkt ist? Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren, ehrlich gesagt. Aber ich finde es richtig, richtig scheiße gemacht von den Entwicklern. Also ich liebe dieses Spiel, da kann ich nichts anderes sagen. Und ich würde es auf jeden Fall auch jedem empfehlen, beziehungsweise ich empfehle es halt auch jedem. Aber das finde ich ganz ehrlich sehr, sehr scheiße gemacht, dass man da nicht mehr in die alte Region zurückkehren kann. Weil ich habe so verstanden, dass die nicht hier weggegangen sind, um den Welken zu entkommen, sondern dass die im Endeffekt weggegangen sind, um sich zu treffen. Und dann müsste man ja eigentlich wieder in diese Region hier reinkommen. Und ja, es ist halt selten dämlich jetzt gemacht, bin ich ganz ehrlich. Bin froh, dass ich extra nochmal gespeichert habe. Ich kann jetzt zum Beispiel nicht die ganzen Pflanzen hier abgeben bei der einen. Das ist auch blöd gemacht, weil ich halt jetzt nicht mehr dahin komme. Ich gehe mal eben kurz hier gucken. Nee, das ist Boti. Mit ihr kann ich aber auch nicht sprechen, um irgendwas... Nee. Das ist richtig, richtig scheiße gemeint. Das ist echt das erste Mal, dass ich jetzt über dieses Spiel, also nicht über das Spiel, aber über etwas im Spiel meckern muss. Hey, Tab, hast du gerade mit... Wo zur Hölle warst du weg? Das Aleph-Kommando sitzt mir hier im Nacken. Ja, habe ich mitbekommen. Dieser Kerl, war das nicht... Dr. Kratevas, genau. Und bevor du irgendwas sagst, ich weiß. Er wurde vor ein paar Jahren wieder eingestellt. Sie haben ihn an der kurzen Leine gehalten, aber das Management überträgt ihm das Bio-Archen-Projekt. Er ist jetzt unser Vorgesetzter. Aber du hast seine alten Aufzeichnungen gesehen. Er war da. Der Mann ist... Ich treffe hier nicht die Entscheidungen, Vic. Die Bio-Arche ist immer noch ein Naturschutzprojekt. Nichts ändert sich dadurch. Bitte, mach jetzt nicht einen auf Victoria Hamilton. Was soll das denn bedeuten? Du übertreibst immer. Du wirst so von dem Subjekt vereinnahmt, dass... Dem Subjekt? Du weißt, was ich meine. Wenn du diese blöde Forschungsstation mal verlassen würdest, könntest du in Ava mehr als nur ein Subjekt sehen. Ich bin die Unterstützung, Vic. Hierbleiben ist mein Job. Während du auf Dschungeltour bist und wer weiß, was treibst, bin ich hier und mache richtige Arbeit. Sagt diejenige, die eigentlich gar nichts macht den ganzen Tag. Geil. Ich muss erklären, wieso wir mit unseren Erhaltungsmaßnahmen in Verzug sind. Ich muss alles für Kratevas katalogisieren.
Ich muss dafür sorgen, dass wir retten, was zu retten ist, statt mit den Einheimischen in einem musikalischen Märchen zu leben. Das ist... Wenn es einen Plan gibt, halte ich mich daran. Wenigstens eine von uns sollte das Motto deiner Eltern beherzigen. Ich... Vic, ich wollte nicht... Es tut mir leid, ich bin frustriert. Ich will auch nicht, dass dieser Widerling hier das Sagen hat. Aber wir helfen den Kreaturen dieses Planeten nicht, indem wir streiten, oder? Ich schätze nicht. Es tut mir echt leid, dass ich ausgerastet bin. Lass uns einfach... Die Maruba-Sümpfe. Ja. Die Region steht als nächstes auf dem Plan. Hast du einen Weg dorthin? Ja. Okay. Ich schicke dir die Liste der zu extrahierenden Kreaturen, wenn du dort eintriffst. Wenn die Rettung abgeschlossen ist, fordern wir einen neuen Vorgesetzten an. Nicht Krativas, okay? Ja, sicher. Also dann. Wir sehen uns. Bis dann. Neue Nebenquest. Das können wir ja nicht mehr machen. Das können wir jetzt auch nicht mehr machen. Hä? Wieso neue Nebenquest, wenn das die beiden sind, die wir jetzt nicht mehr abschließen können? Sprich mit Nima. Listenmodus, Kartennavigation deaktiviert. Hä? Okay, also sprich mit Nima. Achso, der ist da oben in der Höhle wahrscheinlich wieder in diesen Dingen. Moment. Ach so, das ist nur nicht in der Liste. Neue Quest verfügbar? Neue Quest verfügbar. Moment. Die Fragezeichen sind neu. Oberhaupt Worlo, ihr seid hier. Aber was ist denn mit diesen beiden Namen los? Quarkbein, wie aufregend, den glücklosen Querulanten wiederzusehen. Klar doch. Seit wir aus dem Dschungel gekommen sind, streitet sich unsere treue Wache Durek mit der Graslandwache Garek. Sie sind sich in einer Sache nicht einig, und zwar wer die Meisterwache sein soll. Es ist sehr unterhaltsam. Aber sie starren sich nur an. So schlichten die Namen heftige Auseinandersetzungen. Wir stachen uns gegenseitig an, bis eins klein beigibt. Interessant, wie lange dauert das denn? In der Regel ein paar hundert Tage. Was? Ava, bleibt nicht mehr so viel Zeit. Quarkbein, du bist zur Einsicht fähig. Wir brauchen tatsächlich eine Meisterwache, bevor sich alle Namen versammeln. Wie können wir diesen Disput beschleunigen? Wir haben von einem Namen namens Vaeti gehört, das hier lebt und sich an eurem menschlichen Plunder erfreut. Du glaubst, Vaeti hat etwas, das dabei helfen könnte, diesen kleinen Machtkampf beizulegen? Oder etwas, um ihn noch spannender zu machen? So oder so lohnt es sich nachzufragen. Okay. Der hat aber jetzt die andere gerade markiert, oder? Genau. Nein, halt. So. Dann folgen wir... Achso, der steht auf der Brücke wahrscheinlich da oben, ne? Ja. Hätte ich jetzt auch links rum, glaube ich, gekonnt, aber egal. So, da hinten ist noch eine Quest. Also ich bin ganz ehrlich, nachdem das jetzt so scheiße gemacht war, möchte ich jetzt halt... Ich meine, gut, die Quests, die habe ich ja bei dem anderen auch gemacht, die ich jetzt so gefunden hatte. Vaeti, ich habe eine Frage. Mensch, hast du sie kämpfen sehen? Es ist barbarisch. Solch eine Gewalt zwischen Namen haben wir noch nie erlebt. Ja, es scheint ein echter Blutsport. Hast du irgendwas, mit dem wir die Sache eventuell beschleunigen könnten? Ein schneller K.O. wäre vielleicht schmerzloser, weißt du? Wir verstehen, was du meinst. Vielleicht sollten wir uns von menschlichen Kraftproben inspirieren lassen. Oh nein. Nimm diese beiden Eisenstangen.
Gib jeder der rivalisierenden Wachen eine Stange. Ach du Scheiße. Wer seine Eisenstange mit einer einzigen Bewegung verbiegen kann, hat gewonnen. Ich glaube nicht, dass das die Sache arg beschleunigen wird. Aber es wird sie davon abhalten, einander so brutal anzustarren. Ava, bewahre uns. Solche Gewalt in unserem Dorf. Ja, genau. Wir lassen das mal einfach so stehen. Du bist der Schnitzer. Moment, jetzt müssen wir mal gucken. Den haben wir identifiziert, den haben wir identifiziert. Oh, Was? Oh, Moment. Ich bin mir nicht sicher, aber davon muss ich auf jeden Fall auch noch... Also das ist auf jeden Fall ein Bild, was ich noch nicht hatte, soweit ich weiß. Das mit dem, mit diesen Pferden, sage ich jetzt mal, das hatte ich schon, das ist klar. Hier, zwei Eisenstangen. Wer seine Eisenstangen mit einer einzigen Bewegung verbiegen kann, gewinnt. Garek, Durek, kommt her, alle beide. Der komisch aufdringliche Mensch Quarkbein hat eine schnelle Lösung gefunden. Eine Eisenstange pro Wache. Wer seine Eisenstange verbiegt, wird die Meisterwache. Das wird die Sache nicht beschleunigen. Wenn überhaupt, dann... Was? Das kann nicht wahr sein. Urks. Unentschieden. Langweilig. Wir nehmen an, das bedeutet, sie sind beide Meisterwachen. Tja, macht nichts. Okay, lassen wir das mal so stehen. Da war aber doch noch... jetzt ist er wieder ganz woanders. Da war doch noch ein Fragezeichen da hinten. Da. Da, neue Quest. Wir sind gerade... Wir müssen geradeaus... Ich glaube, wir müssen... Achso, ja, da ist das. Ist immer so doof, wenn man das unten nicht auf der Minimap sehen kann. Moment, da ist das mit den Ausrufezeichen hier. Ehrerbietige und wundervolle Grüße, Oberhaupt Honlo. Wir finden deine übertriebene Höflichkeit mit jeder Begrüßung, die zwischen uns stattfindet, weniger amüsant, Mensch. Es macht gerade den Spaß aus. Spaß. Spaß ist etwas für Nesthäkchen. Spaß ist, was Obon haben sollte. Anstatt sich zu verkriechen und dabei vor sich hin zu murmeln und Sachen zu kritzeln. Deren Aktivitäten vor deren eigenen Nesthüter zu verbergen. Was tut Obon denn? Ja, das wissen die doch nicht. Zweifellos kindischem Fehlverhalten frönen. Aber wir wissen es nicht genau. Das ist es, was uns Sorgen macht. Soll ich noch einmal nachsehen? Wir wären dir sehr dankbar. Obon ist im Steinbruch. Wir waren schon ein paar Mal dort. Nur was? Unser Nesthäkchen schreckt hoch wie ein wildes Ura und leugnet jegliches Fehlverhalten. Du brauchst vielleicht diese, Kamera, um entsprechende Taten aufzuzeichnen. Du verstehst schon. Andernfalls wird Obon sich einfach verstecken und alles leugnen. Dann mache ich also ein Foto. Ava, sei mit dir. Ja, ich mache nicht nur davon ein Foto, sondern auch hiervon. So. Jetzt weiß ich auf jeden Fall sicher, dass wir drei Stück haben. Wobei ich immer noch nicht sicher bin, ob wir die Schnitzereien eigentlich fotografieren sollten oder die echten Kreaturen. Ich nehme mal an, dass die... Achso, das ist noch nicht drin. Dass die echten Kreaturen meinten. Das Reimschema. Das ist da hinten. Dann würde ich sagen, wir porten uns dahin. Voll die modernen Mülltonnen hier. Okay.
Warum ziehst du den Stab? Ah, weil da hinten Gegner sind. Okay. Muss ich da hin oder muss ich da hoch? Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Ach nee, im Steinbruch. Der Steinbruch ist ja unten, ne? Dann würde ich sagen, dass wir uns einfach mal aufmachen. Und... Boah, da sind so viele Infizierte. Warum sind das so viele? Okay. Da oben ist was zum Wegschicken. Moment, der Steinbruch ist jetzt... Achso, das ist hier runter, ne? Kann ich auch da runter gehen? Ja, genau. Da waren wir drin. Ich glaube, mit dem Seil wären wir auch nicht viel tiefer gekommen, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Da müssen wir dann da nochmal komplett runter. Aber ich meine, hier oben hätten wir doch alle schon umgewandelt gehabt. Das irritiert mich ein bisschen. So, wir müssen in die Richtung. Und warum zückt die jetzt hier... Ach so, wegen dem Ding, okay. Moment, ich nehme erstmal das Teil hier noch. So. Ach, da muss ich wieder umstellen. Zack. Was haben wir denn hier? Ein Ausdauerpaket. Sehr schön. Aber ich sehe gerade, hier müssen wir anscheinend gar nicht hin. Hä? Ach, oh, Bohnen ist da. Moment. Der ist hinter der Tür? Ach, ich kann ihn aber von außen fotografieren, oder? Say cheese. Hab ich jetzt? Mensch, was treibst du da? Ah, ich mache ein paar Schnappschüsse für eine Forschungsarbeit. Oh, sehr schön. Was ist der Titel? Lass mich nachdenken. Ökologie des namistischen Verhaltens. Klingt trocken, aber wir verstehen. Auch wir arbeiten an einem Meisterwerk. Aha, das treibst du hier also? Das Ohol singt von unserer Einsamkeit. Wie Kreitritte, so spüren wir unser Leid. Wie bitte? Er reimt. Uns spenden keinen Trost jene luftigen Herzen. Denn das menschliche Gefühl der Liebe nicht zu kennen, bereitet uns große Schmerzen. Was ist das? Wir sind ein Poet geworden, Mensch. Wir sprechen jetzt in Metaphern. Bitte halte Schritt. Ah, na klar. Herzlichen Glückwunsch. Wir arbeiten hier unten, um den neugierigen Blicken unseres Nesthüters zu entgehen. Aber wir werden nie unsere perfekt strukturierten Reime vor dir verbergen. Super. Du bist unsere Kollegin und Vertraute. Viel Glück mit deiner Forschung. Okay. Hä? Ach so, der ist rausgekommen. Ach, ich dachte gerade schon. Machen wir davon auch mal ein Foto? Zack. Okay, hier drin ist aber auch nichts, was man irgendwie noch mitnehmen könnte oder so. Nee. Ich dachte gerade schon, hier wäre eigentlich die Wand gewesen. Wollte gerade schon sagen, wo ist denn die Wand jetzt hin? Okay, dann... nee, Moment, dann nicht. Geh mal raus. Wir können ja direkt dahin porten. Das ist doch... Keine Lust, so weit zu laufen hier. Außerdem dauert es dann natürlich auch nicht so lange. So. Haben wir das eigentlich schon mal gesehen hier rechts? Ich weiß es nicht.
Der war da oben. Aber auch den Weg müssen wir nehmen, um zu Rondo zu kommen. Genau. Warte mal. Ach. Ja, dann sind das wirklich andere, die ich fotografieren musste. Weil hier... Ich mache das jetzt nur mal für mich eben. So, hat er es gespeichert? Ja. Weil hier sind nämlich auch die Eulen und so weiter drin. Ich habe immer gedacht, ich müsste einfach nur Tiere fotografieren. Na gut. Hey, Oberhaupt Honlo. Was? Keine überfreundliche Schmeichelei? Kein grelles und unaufrichtiges Trara? Ich denke, du wirst schon bald reichlich bildhafte Sprache ertragen müssen. Was soll das denn bedeuten? Ich habe Obom gefunden. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Foto erkennen kann, aber... Poesie? Oh Gott. Poesie. Obom scheint sie zu gefallen. Nun, das sollte sie auch. Moment, was? Mensch, in unserer Jugend waren wir ein Meisterpoet des Graslandes. Oh. Moment, echt? Du? Es braucht unseren Verstand, jung und aufgeweckt, drei kurze Tage zu lernen, der Menschendialekt. Hast du am Talent der Namen auch Zweifel zuhauf? Sprachlich gesehen haben wir es einfach drauf. Das ist tatsächlich ziemlich gut. Oh, ich habe auch eins. Solange noch Menschen atmen und Augen sehen, solange lebt die Liebe und schenkt dir das Leben. Das reimt sich jetzt nicht wirklich. Nein, das ist Blödsinn. Aber das ist Shakes... Ein Poet. Obom, ein Poet. Wir sind so stolz. Ja. Ist doch wunderbar. Da haben wir den Papa heute nochmal stolz gemacht. Das ist doch super. Auch wenn es mich ehrlich gesagt innerlich noch total nervt. Ach, warum schaltet der immer um? Oder haben wir jetzt hier wieder irgendwas bekommen? 4 Fähigkeitspunkte. Ja, wir haben tatsächlich was bekommen, was wir vielleicht brauchen können. Da hatte ich jetzt noch keine Probleme mit. Wenn die Zeiteffekte zurückgesetzt, aber der Domeffekt nicht angewendet. Das heißt jetzt was? Ich habe keine Ahnung. Handwerksmeisterin. Nein, ich will keine Minispiele machen. Verbrauchsobjekte sind stärker. Das finde ich gut. Und reduziert die Kosten. Wir haben ja jetzt 4, ne? Erstmal Verbrauchsobjekte sind stärker, das mache ich auf jeden Fall. Ja. Und reduziert die Kosten, weil das war ja... Ja, oder der ging... Ja, Ehrlich gesagt, ich weiß nicht. Ich glaube, ich nehme erstmal das hier. Die Hälfte der Forschungskosten gehen runter. Das ist doch schon mal was. So, dann schaue ich mal eben auf der Karte. Ach so, stimmt. Wir müssen ins Kontrollzentrum. Erstens, ich laufe hier wieder komplett falsch rum. Und zweitens wollte ich aber eigentlich sagen, bevor wir da jetzt irgendetwas starten mit der Quest, deswegen bleibe ich auch mal draußen, nicht, dass da jetzt noch irgendwas aktiviert wird oder so, dass wir auf jeden Fall dann hier erstmal einen kleinen Cut machen. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß jetzt noch nicht so genau, was ich jetzt eigentlich machen soll. Das Problem ist, dass ich die Aufnahmen ja relativ am Stück aufnehme. Also jetzt nicht immer am gleichen Tag mehrere Aufnahmen, immer so wie ich Zeit habe. Ich weiß halt nicht, ob ich jetzt die ganzen Sachen nochmal machen soll. Also mit den Tieren wegschicken und so weiter. Die Sachen finden vielleicht auch. Oder ob ich dann eventuell... Ja... Ich weiß nicht, ob ich das zeitlich schaffe. Also wenn ich es schaffen sollte, dann würde ich es so sagen, dass ich das nochmal nachhole und diese Quest dann quasi auch nochmal nachhole. Und für euch ändert sich ja nichts. Wir haben jetzt die Quest hier schon gemacht, weil es wurmt mich halt, ne? Ich bin jemand, der gerne die 100% hat. Das hat, glaube ich, das erste Mal damals mit den Lego-Spielen angefangen. Also so Lego Batman, Lego Indiana Jones und so.
Und da habe ich mir dann immer versucht, beziehungsweise habe dann halt auch immer die 100% bekommen auf den Konsolen damals. Und ja, Konsolen. Ich hatte es auf Xbox und ich glaube danach auch nochmal auf der PlayStation. Und danach habe ich es dann erst auf Steam geholt, wo ich dann leider nicht mehr die 100% gemacht habe, weil ich es aufnehmen wollte und dann keine Zeit mehr hatte. Aber es ist eine andere Sache. Und ehrlich gesagt, ich finde es richtig, richtig doof, um nicht zu sagen scheiße, dass jetzt es zumindest jetzt so aussieht und ich davon ausgehe, dass es auch so sein wird, dass wir da nicht mehr hinkommen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob wir da eventuell nochmal hinkommen, wenn das ganze Spiel zu Ende ist. Ich weiß ja nicht, wie es ausgeht. Holen wir die jetzt alle hier weg von dem Planeten, also entführen die ganzen Kreaturen, holen die Namen weg und schicken die zum anderen Planeten, wo die glücklich werden können? Oder kann ich irgendwas anderes machen, um diesen Planeten zu retten und bekomme dann vielleicht die Möglichkeit, am Ende doch nochmal überall hinzukommen? Das weiß ich natürlich nicht. Also wenn einer von euch das Ganze schon mal komplett durchgespielt hat, also von der Story her, erzählt mir bitte nichts von der Story, aber sagt mir bitte, ob es dann nochmal eine Möglichkeit gibt, am Ende nochmal in alle Bereiche reinzugehen oder ob man tatsächlich vorher beide Bereiche nicht, das hier können wir ja immer noch machen, aber zumindest den Dschungelbereich tatsächlich komplett erstmal abschließen zu müssen. Und das halt die einzige Möglichkeit ist, um an die 100% zu kommen. Ich habe absolut keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich hoffe, einer von euch hat das Ganze schon mal durchgespielt und kann mir da eventuell weiterhelfen. Ich sage auf jeden Fall erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann! Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!